wenn ich momentan an der Hochschule wäre, dann hätte ich auch Angst, sozusagen, dass mir da die Fälle davon schwimmen. Im Sinne der Studierenden, die sich anderswo ihre Bildung suchen. Es überrascht uns vielleicht, weil wir lernen als sowas, weil wir ein Bild vom Lernen haben, das irgendwie anstrengend ist, das in stickigen Hörsälen stattfindet oder in grauen Klassenzimmern. Aber Lernen ist zum Glück viel mehr als das. Und wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh, ja, da findet ja überall Lernen statt, da findet ja überall Bildung statt. Es wird ja schon ein bisschen gemunkelt oder kritisiert, dass Wikipedia langsam sozusagen den Zenit überschritten hat. Und also, wo man sagen könnte, das Vorzeigeprojekt, was uneigennütziges Content-Sharing auf hohem Niveau sozusagen angeht, dass das sozusagen auf dem Rückzug ist. Aber das heißt für mich nur, dass Platz ist für was Neues, für den nächsten Schritt. Ich würde auch die klassischen YouTuber schon dazu zählen. Was die halt machen, ist was zu teilen, was ihnen selbst wichtig ist. Das ist jetzt momentan erstmal sozusagen in der Freizeit, also im Freizeitgebiet passiert, ist ja nicht tragisch. Das kann sich ja noch ausweiten. Was passieren wird, ist, dass die Hochschulen unter einen enormen Druck geraten, weil sie als Lerninstitutionen, die zu einem bestimmten Abschluss führen, die einen bestimmten Beruf garantieren, enorm unter Druck geraten von anderen Akteuren, die das vielleicht besser können, sei es MOOCs, sei es Arbeitgeber, die schaffen ihre eigene Berufsausbildung sozusagen online zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig haben natürlich auch zum Glück Universitäten ein Selbstverständnis, was über dieses zweckgerichtete Lernen hinausgeht. Und schön wäre es, wenn sie es schaffen, beides zu bewahren, sozusagen, sowohl was das zweckorientierte Lernen angeht, als auch was das freie, forschende Lernen angeht, ihren Platz zu behalten. Das gelingt ihnen nur, wenn sie ein gutes Angebot geben. Ich habe ja selbst auch, also ich habe ja auch nur meine eigene Hochschulerfahrung und was ich sehe, also man könnte fast sagen, ich erlebe jeden Tag so fast schon den Premium-Standard, wenn ich Seminare besuche, in denen man mit 10 oder 20 Leuten mit einem Dozenten sprechen kann. Und selbst da merke ich, dass sich beide sozusagen Geister vermischen. Also der Schulgeist von ich muss mein Fach hier studieren, meine Prüfungsleistung erbringen, mit dem forschenden Geist. Und ich hoffe, dass sich die Angebote so verändern, dass auch den Lernenden klar wird, okay, Universität ist ein Ort, an dem ich diesen forschenden Geist entwickeln kann. Das nicht so zweckorientierte, das freie Lernen, das Lernen aus Neugierde angeht, auch da glaube ich, dass man noch andere, also so schönere Lernerlebnisse schaffen kann, weil die Lernerlebnisse, die wir momentan haben, noch so ganz stark von dieser Schule des 19. Jahrhunderts geprägt ist sozusagen. Das Passive, das, oh, ich habe jetzt was Schwieriges und da muss ich mich durchbeißen und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich zu schlecht. Nein, vielleicht wurde es nur einfach falsch dargebracht sozusagen. Und da hoffe ich, dass sich durch dieses Interaktive, ich bin Teil dessen, was hier passiert, da irgendwie ein schöneres Lernerlebnis ergibt. Bildungshintergrund ist natürlich eine spannende Frage, weil es dann ja wieder um Barrieren geht. Also etabliert sich auch, also oder kopiert sich im Internet eine Bildungselite mit einem gewissen Dünkel sozusagen, die wieder nicht mehr physisch, sondern eben sozial ihre Barrieren aufbaut und sagt, okay, wir haben hier eine gewisse Sprache,
oder eine gewisse Art und Weise zu forschen, zu kommunizieren. Da gehörst du nicht dazu, wenn du diese Codes nicht kennst. Das wäre natürlich ein Stein, der da im Weg liegt. Aber ich glaube, auch da werden sich dann wieder Wege drumherum bahnen, weil das auf lange Sicht sozusagen vielleicht auch nicht zu halten ist.